Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr heute hier seid. Wir freuen uns sehr, dieses Jahr beim Digital Social Summit dabei zu sein und unsere Erfahrungen mit euch zu teilen. Mein Name ist Cosima Weyers. Ich bin Referentin bei der Baden-Württemberg-Stiftung in der Abteilung Bildung und stelle euch heute unsere interaktive Graphic Novel Anania vor. In unserer Session beschreibe ich euch den Prozess der Graphic Novel von der Ideenfindung bis zur Entwicklung einer App-Anwendung. Der Baden-Württemberg-Stiftung liegen die Themen Klimaschutz, Energiewende und nachhaltige Mobilität sehr am Herzen. Vor allem die Frage, wie sich Mobilität nachhaltig gestalten lässt, hat besonders für unser Bundesland größte Bedeutung, da der Verkehr immerhin 32% des gesamten CO2-Ausstoßes ausmacht. Deswegen haben wir als Stiftung uns zum Ziel gesetzt, Bürgerinnen und Bürger für nachhaltiges Handeln im Alltag zu motivieren. Im Jahr 2015 haben wir dann auf Initiative des BUND-Landesverbands Baden-Württemberg die Studie Mobiles Baden-Württemberg – Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität in Auftrag gegeben. Die Studie beschäftigt sich mit den Kernfragen: Wie wird unsere zukünftige Mobilität aussehen und inwieweit ist die Mobilität nachhaltig? In der Studie wurden drei Mobilitätsszenarien für die Jahre 2030 und 2050 mathematisch modelliert und auf ihre Nachhaltigkeit geprüft. Im ersten Szenario bleibt unser Mobilitätsverhalten unverändert und nur der Antriebsstrang wird elektrisch. Das bedeutet, dass die Klimaschutzziele von 2030 verfehlt und die Nachhaltigkeitsziele auch nicht erreicht werden. Im zweiten Szenario setzen wir zwar vermehrt auf Car- und Rideshares, dennoch werden auch hier die Klimaschutzziele nicht erreicht und Nachhaltigkeitsziele nur teilweise. Im dritten Szenario haben wir kürzere Wege und flexible öffentliche Systeme, die für weniger zurückgelegte Strecken sorgen. Die Nachhaltigkeits- sowie Klimaschutzziele werden zwar erreicht, jedoch sind hier die wirtschaftlichen Auswirkungen am größten. Ja, falls jemand Interesse hat, findet ihr die komplette Studie sowie eine Kurzfassung auf unserer Webseite. Den Link dazu stellen wir euch in den Chat. Ja, nach Veröffentlichung der Studie wollten wir die Inhalte auch der breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Und so entstand das Projekt des sogenannten Erlebnisraums. Das ist eine interaktive Wanderausstellung, die aus zwei gebrauchten Seekontainern besteht und durch das ganze Bundesland getourt ist. Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt ein kurzes Video. Ja, aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir den Erlebnisraum leider nicht mehr wie geplant weiter ausstellen. Deswegen hatten wir uns überlegt, die Inhalte zu digitalisieren, um sie dauerhaft und ortsunabhängig online zur Verfügung zu stellen, was auch schon vor der Pandemie angedacht war. Noch eine kurze Anmerkung dazu: Der Erlebnisraum befindet sich nicht mehr in unserem Besitz. Wir haben ihn nach dem Programmende im Oktober letzten Jahres der gewerblichen Schule in Backnang übergeben, wo man ihn auch nach Rücksprache noch besichtigen kann. Ja, für das Format einer Graphic Novel haben wir uns entschieden, weil wir gezielt die junge, medienaffine Generation erreichen wollten. Durch die interaktive Geschichte soll ein Bewusstsein für die Möglichkeiten entwickelt werden, wie sich Mobilität auch bereits durch individuelle Entscheidungen verändern lässt. Gleichzeitig wollen wir auch dafür sensibilisieren, dass die Verkehrswende speziell für unser Bundesland enorme wirtschaftliche Folgen hat. Nachdem wir das Format festgelegt hatten, war der nächste Schritt dann, unsere Zielgruppe besser kennenzulernen. Wir wollten jedoch bewusst nicht die Fridays for Future Bewegung ansprechen, da die bereits relativ gut über das Thema informiert ist.
Die Agentur Die Wegmeister hat dafür eine Zielgruppenanalyse durchgeführt, wobei herauskam, dass wir Personen ansprechen wollen, die zwischen 16 und 21 Jahre alt sind und eine Real- bzw. Gemeinschaftsschule oder Berufsschule besuchen. Diese Gruppe ist noch nicht für das Thema sensibilisiert und Klimaschutz ist für sie aktuell auch noch weniger relevant. Außerdem verbringen sie viel Zeit am Smartphone oder am Computer und ihre Vorbilder sind InfluencerInnen und MusikerInnen. Wir haben auch festgestellt, dass sie Mobilität immer noch mit einem eigenen Auto verbinden und viele dies oft mit Freiheit und Unabhängigkeit assoziieren. Ja, um das Mobilitätsverhalten von Menschen beeinflussen zu können, gibt es eigentlich nur wenige Lebensumbruchsphasen, die wirklich ausschlaggebend sind, wie eben diese Phase, bevor junge Menschen ihren Führerschein machen. Um dann unsere Zielgruppe noch genauer kennenzulernen, haben wir nach der Recherche eine nicht repräsentative Fokusgruppenbefragung an einer Gemeinschaftsschule in Backnang durchgeführt. Als Anreiz zur Teilnahme an der zweistündigen Befragung haben wir die 6 Schülerinnen und Schüler einen Einkaufsgutschein geschenkt. Dabei haben wir zum Beispiel Fragen gestellt, wie verbringt ihr den Großteil eurer Freizeit? Was macht ihr da genau? Wie viel Gedanken macht ihr euch über Mobilität und wie wollt ihr ab 18 mobil sein? Denkt ihr, ein Spiel ist eine gute Art, Informationen zu vermitteln und hättet ihr Lust, sowas zu spielen? Würdet ihr das Spiel in eurer Freizeit machen oder nur in der Schule? Ja, besonders die letzte Frage hat uns gezeigt, dass eigentlich alles, was die Schule empfiehlt, eher weniger gut angenommen wird. Nachdem wir diese Informationen gesammelt hatten, konnten wir dann mit der Entwicklung starten. Vorab hier schon mal der Tipp, dass hier genügend Zeit für die Konzeptionsphase eingeplant werden sollte, nämlich mindestens 1/3 der gesamten Entstehungsphase. Wir hatten hierfür etwa 3 Monate von insgesamt 8 eingeplant. Letztendlich haben wir dann sogar über 5 Monate gebraucht. Woran das lag, dazu komme ich gleich. Wie sind wir dann also bei der Entwicklung vorgegangen? Die größte Herausforderung war, dass es eine zielgruppengerechte Geschichte zu erzählen gab und dabei alle relevanten Inhalte auch kommuniziert werden sollten. Dafür mussten wir zunächst einmal die komplexen Inhalte der Studie stark vereinfachen und haben dann mit der Agentur die 3 bis 5 wichtigsten Kernbotschaften der 250-seitigen Studie definiert und auch das zweite Szenario, was eine Mischung aus dem ersten und dem dritten ist, herausgestrichen. So entstanden dann 2 zugespitzte Szenarien. Im ersten Szenario sind die Städte immer noch stark vom Verkehr und seinen Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Feinstaub oder Lärm, geprägt. Die Mobilität hat sich im Prinzip kaum verändert, außer dass PKWs autonom und elektrisch fahren. Das verbildlicht auch ganz schön unser Plakat für die Graphic Novel. Im zweiten Szenario hat sich dagegen unsere Mobilität deutlich verändert. Wir sind insgesamt weniger unterwegs und fahren auch nur kurze Strecken, weil Wohnen und Arbeiten näher zusammengerückt sind. Die Stadt ist grüner und bietet auch mehr Aufenthaltsmöglichkeiten. Da jedoch mit Mobilität weniger Geld verdient wird, ist der Wohlstand auch zurückgegangen. Ja, diese beiden Ansätze haben wir dann als Vorlage genommen, um die Handlung auszuarbeiten. Dabei haben wir uns auch von bekannten Computerspielen wie zum Beispiel Cyberpunk 2077 inspirieren lassen. Die Entwicklung der Geschichte übernahm die Agentur für uns, der wir auch zunächst komplett freie Hand gelassen haben. Diese hat dann folgende 2 Geschichten erarbeitet. In der ersten Geschichte hat eine Ökoterroristengruppe die Kontrolle über die autonom fahrenden Autos übernommen, um einen politischen Wandel bei den Klimathemen zu erzwingen. In der zweiten Geschichte möchte eine Partei Europa mit Deutschland als treibender Kraft wieder zu alter wirtschaftlicher Größe verhelfen und ist bereit, dafür jegliche ökologischen Werte über Bord zu werfen. Wir haben dann sehr lange und intensiv darüber diskutiert und aufgrund politischer Bedenken dazu entschieden, die Handlung nochmals zu überarbeiten.
Deswegen mussten wir auch nochmal neue Höhe- und Wendepunkte in der Geschichte definieren, was dann letztendlich zu dieser längeren Konzeptionsphase geführt hat. Für die Ausarbeitung der Geschichte haben wir auch noch viel zu Technologien oder anderen Studien bzw. Fachartikeln zu Zukunftsszenarien recherchiert, die wir dann gemeinsam mit der Agentur ausgewertet haben. Themen, die für die Handlung interessant waren, sind dann auch zum Teil in die Erzählung eingeflossen. Bereits früh im Entwicklungsprozess haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie die Leute die Anwendung spielen oder wo sie diese herbekommen. Wollen wir die Graphic Novel als Webanwendung im Browser oder direkt als App fürs Handy verfügbar machen? Wir haben uns dann entschieden, zuerst eine Browser-Version und dann erst die App zu realisieren, weil wir eine noch größere Reichweite erhalten wollten. Im Nachhinein hätten wir aber auch auf das Browser-Format verzichten können, da die Zielgruppe hauptsächlich das Handy nutzt. Ja, sobald wir die Handlung dann ausgearbeitet hatten, konnten wir mit der Entwicklung loslegen. Parallel dazu hat dann die Agentur noch weiter die Geschichte ausgearbeitet. Da beide Geschichten im Jahr 2050 spielen, hat die Agentur früh sogenannte Moodbilder erstellt, damit wir ein Gefühl für die Zukunftsszenarien und die Stimmung bekommen. Durch die Recherche der Moodbilder, zum Beispiel Broschüren, Zeitschrift oder Filmen, haben wir auch unseren Künstler für die Graphic Novel gefunden. Ich habe euch mal zwei Beispiele für solche Moodboards mit Bildern von unserem Künstler Peter Bartels mitgebracht. Ja, auf den beiden Moodboards könnt ihr bereits sehen, wie wichtig die Farbwahl neben dem Sounddesign für die Stimmung ist. Und in der Graphic Novel sieht man es auch ganz schön. Hier sind auf der linken Seite die Orange- und Rottöne für die heiße Welt und auf der rechten Seite die Blau- und Grüntöne für die Welt mit dem gestoppten Klimawandel. Ja, auch Animationsbeispiele, wie ihr auf dieser Folie haben uns bei der Findung des Animationsstils geholfen. Ja, bei der Entwicklung der Graphic Novel haben wir uns für eine subjektive Erzählperspektive entschieden, da die Spielenden die Welt zusammen mit einem Charakter erkunden sollen, den sie auch einfach steuern können. Gleichzeitig wollten wir auch, dass die jungen Leute mit dem Charakter, dass sie sich mit dem Charakter identifizieren können. Dies hat bereits schon bei der Namensfindung angefangen. Die endgültige Wahl fiel ja auf den Namen Anna, das auch als Palindrom geschrieben, die zwei Wege und die eigene Entscheidung hervorhebt. Bei der Ausarbeitung des Spielschemas entstand dann auch die Idee für einen szenischen Ablauf. Für uns war es hilfreich, für jede Szene einen detaillierten Ablaufplan zu erstellen, wie ihr in dieser Grafik sehen könnt. In dem frühen Ablaufschema haben wir bereits eine grobe Bildszenierung und Handlungsabläufe beschrieben. Bei der Spielmechanik wiederum ist es dann wichtig, dass sie den Informationsfluss nicht behindert. Für die Spielenden soll die Anwendung ja intuitiv bedienbar sein und sie sollen die Welt selbst erkunden, indem sie sich mit Touch- und Drag-Gesten umschauen und mit dem Objekt im Bild interagieren. Auf der Grafik hier auf der Folie seht ihr zum Beispiel den tatsächlichen Ausschnitt einer Szene, der hier blau umrahmt ist. Anna kommt beim Austausch von Informationen auch in Kontakt mit anderen Figuren. Zum Beispiel erhält sie regelmäßig Infos durch ihre persönliche KI. Ja, unser Vorgehen ermöglicht es uns auch noch während des Entstehungsprozesses Änderungen vorzunehmen. Zuerst wollten wir nur eine Geschichte mit einer nichtlinearen Handlung entwickeln. Die Spielenden sollten durch ihre Entscheidung die Geschichte in die jeweilige Richtung eines Szenarios lenken. Da das aber viel aufwendiger gewesen wäre, haben wir stattdessen für jedes Szenario jeweils eine Geschichte mit linearem Ablauf entwickelt. Ja, links seht ihr zum Beispiel das Schema für eine nichtlineare Geschichte und rechts ein Ablaufschema der beiden linearen Geschichten. Auch beim linearen Ablauf muss die spielende Person in jeder Geschichte noch eine Entscheidung für Anna treffen. Und so entstand auch der Untertitel Zwei Wege, eine Zukunft.
Da das Spiel dem Prinzip einer grafischen Erzählung folgt, mussten wir für die Handlungen Dialoge schreiben. Für beide Geschichten hat die Agentur dann in enger Abstimmung mit uns insgesamt über 10.000 Wörter Dialog auf 30 Seiten geschrieben. Wichtig war es, dass die Informationen so in die Geschichte eingebaut werden, dass der Erzählfluss nicht darunter leidet. Ja, damit die Spielenden auch immer wieder aktiv ins Geschehen eingebunden werden, müssen sie zum Beispiel ein Motorrad reparieren und sich einen Fluchtweg aus der Scheune suchen. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist für den Entwicklungsprozess, war der Austausch zwischen uns und der Agentur. Hierfür haben wir primär Teams und OneNote als Planungstool benutzt. Die Agentur hat außerdem ein sogenanntes Design-Dokument erstellt, was wir für den gesamten Prozess benutzt haben. Darin sind dann auch wirklich alle Informationen bezüglich der Graphic Novel eingeflossen, wodurch wir und die Entwickler zeitgleich in dem Dokument arbeiten konnten. Ja, bei der Planung ist es wichtig, dass ihr genügend Zeit auch fürs Testen und das Finden von Fehlern einplant. Wir haben bereits weit vor einer spielbaren Version damit begonnen und empfehlen euch deshalb, mindestens ein Drittel der Zeit dafür auch einzuplanen. Wir haben uns dann auch Gedanken gemacht, wie wir die Graphic Novel bewerben können, damit unsere Zielgruppe auch darauf aufmerksam wird. Die Agentur hat dafür einen digitalen Workshop vorbereitet, zu dem 6 Teilnehmende aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen wurden, zum Beispiel so aus dem Bereich Social Media, die Entwickler oder auch von der Stiftung, dass wir möglichst vielfältige Ergebnisse bekommen. Zur Ideenfindung haben wir die Brainstorming-Methode 635 gewählt und alle Ideen sind dann abschließend in einem Konzeptpapier festgehalten worden. Ja, momentan stehen wir immer noch im Austausch mit der Agentur, da wir überlegen, noch eine interaktive Unterrichtseinheit zur Graphic Novel zu gestalten. Bisher haben wir bereits eine kleine Social-Media-Kampagne umgesetzt und dazu möchte ich euch jetzt kurz den Trailer zeigen. Manchmal hat die Entscheidung eines Einzelnen weitreichende Konsequenzen. In welcher Welt möchtest du leben? Anna. An Interactive Graphic Novel. Jetzt spielen! Genau, nachdem ich euch jetzt schon so viel über die Graphic Novel erzählt habe, möchten wir euch auch einen kurzen Einblick geben. Eigentlich hätten wir euch das Spiel gerne selbst spielen lassen, aber da die Zeit so knapp ist, zeigen wir euch jetzt einen Videoausschnitt. Und wir stellen euch auch noch den Link zu den Stores in den Chat, damit ihr euch im Nachgang die App runterladen und später selbst spielen könnt. Hey Jarvis, wie spät ist es? Guten Morgen, Anna. Es ist 6:06 mitteleuropäischer Zeit. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Ich habe gerade deine Vitaldaten ausgewertet. Sie sind außergewöhnlich gut. Schlaf ist gut für die Gesundheit. Wusste schon, Dornröschen. Ganze 100 Jahre schlief sie, ohne alt zu werden. Das nenne ich mal Anti-Aging. Allerdings haben meine Sensoren heute Nacht ein lautes Schnarchen aufgezeichnet. Kann nicht sein. Jarvis, Frauen schnarchen doch nicht. Das ist anatomisch gar nicht möglich. Spiele Aufnahme von 3.27 Uhr. Wie war doch gleich meine PIN? Deine PIN lautet 1, 4, 3, 2, Sternchen. Danke, Jarvis. Nimm den schnellsten Weg zu unserem Zielort. Kürzeste Route wurde soeben berechnet. Ich habe das Fahrrad freigeschaltet. Du musst es nur noch aus der Ladestation nehmen. Update. Der Scan ist zu 10% abgeschlossen. Wow, jetzt legst du aber einen Zahn zu. 2000 Petaflops, was? Super. Danke, Jarvis. Wow, hier ist aber was los.
Die Menschen versammeln sich, weil ein großer Automobilkonzern in der Region vor dem Aus steht. Oh, wieso denn das? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Art, wie wir uns fortbewegen, enorm verändert. Die meisten Unternehmen haben frühzeitig auf den Wandel reagiert und sich weiterentwickelt. Dieses Unternehmen hat wohl den Anschluss verpasst. Heute treffen sich Vertretende von Politik und Wirtschaft, um zu diskutieren, ob man das Unternehmen retten soll oder nicht. Ich glaube, mein Großvater hat früher auch dort gearbeitet und konnte sehr gut davon leben. Verrückt, wie sich die Zeiten ändern. Willkommen bei Luxshare Mobil, der bequemste und sicherste Anbieter von Mobilität im ganzen Bundesland. Bitte schnallen Sie sich an. Ihre Zielkoordinaten wurden bei der Buchung bereits übermittelt. In 50 Minuten erreichen wir Ihr Ziel. Genau. Am Ende will ich euch jetzt noch ein paar Fakten zur Graphic Novel mitgeben. Wir haben von der Planung bis zur Veröffentlichung der Graphic Novel 10 Monate gebraucht und es hat dann nochmal 2 weitere Monate gedauert, bis die App fertiggestellt war, also insgesamt 1 Jahr. Am ganzen Prozess haben 18 Personen mitgearbeitet oder waren beteiligt und insgesamt haben wir ungefähr 90.000 Euro ausgegeben. Zusammenfassend war die Umsetzung des Projekts ein Erfolg und wir haben viel aus dem Prozess auch gelernt. Teilweise hätten wir bestimmte Dinge im Nachhinein anders gemacht, zum Beispiel nur eine App statt zusätzlich noch der Browser-Version zu entwickeln. Damit ihr von unseren Erfahrungen profitieren könnt, möchte ich euch abschließend unsere wichtigsten Learnings bzw. ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Zunächst ist es essentiell, dass ein Partner für die Konzeption und die Umsetzung gefunden wird. Bei einem Projekt dieser Größe muss auch auf Augenhöhe gearbeitet werden. Dann vorab ist es notwendig, die vermittelten Inhalte zu klären bzw. hier auch genaue Vorgaben zu machen. Und unbedingt sollten die Themen im Vorfeld enger eingegrenzt werden, was wir bei der Story-Entwicklung gelernt haben. Innerhalb der Organisation empfehlen wir auch, dass Kolleginnen und Kollegen mit relevanten Kompetenzfeldern regelmäßig Feedback geben und auch zeitlich zur Verfügung stehen. Um die Geschichte zu entwickeln, muss man Kernbotschaften definieren, damit die Handlung ausgearbeitet werden kann. Sehr wichtig ist auch die Zielgruppenanalyse, vor allem in Bezug auf die Sprache, Konzeption und die Vermarktung. Notwendig ist es, den visuellen Stil und die Spielmechaniken zu definieren und anhand von Prototypen vorab und auch frühzeitig zu testen. Ja, eine App in die Stores zu bringen, ist auch nicht zu unterschätzen, da jeder Store seine eigenen Anforderungen hat. Hier muss geklärt werden, wer das Store-Management bzw. auch nachher den weiteren Support übernimmt. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung zum Abschluss. Erst wenn die Konzeptionsphase abgeschlossen ist, kann mit der Entwicklung begonnen werden, weil Änderungen an der Spielmechanik im Entstehungsprozess sehr teuer werden können. Ja, damit wäre ich auch am Ende des Vortrags angekommen und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten euch einen Anreiz geben, selbst mal so eine interaktive oder ein interaktives Format zu entwickeln.